heute sind wir zu Gast aus der Sonne in Frankenweinheim. Ja, sieht doch ganz gut aus hier. Wir haben uns extra in den Innenraum eingesetzt, weil es hier ein bisschen ruhiger ist. Draußen sind ja jede Menge Leute schon. Und ja, sieht schon gut aus, das Gasthaus. So, ein Wein haben wir uns heute im Kerner Kabinett mal gegönnt. Und wie schmeckt der, Renate? Der Frankenweinheimer Kerner Kabinett. Gut? Ja. Also. So, die Salate sehen natürlich auch sehr, sehr gut aus. Ja. Muss man es auch. Der Renate, oder? So, das ist also die Forelle. Mit Deutschland vorne. Patriotisch. So, jetzt schauen wir mal, wie sie schmeckt. Also man sieht, die ist also wirklich gut gebraten. Ja, also ist schon, ja, also genau richtig, so wie sie sein soll. Also ich bin der Chef des Gasthauses zur Sonne in Frankenweinheim, mache den Betrieb jetzt schon 51 Jahre und seit 40 Jahren mit der Frau zusammen und ich habe zwei Söhne. Der eine ist Küchenmeister und der andere ist Metzgermeister. Und ich selber betreibe noch die Landwirtschaft auch noch. Also wir haben Kartoffeln und manche Sachen schon selber noch, ne? Also wenn wir noch selber im Garten Gemüse, aber nicht alles natürlich. Ne? Ja, wir machen eine gut bürgerliche Küche, muss man so sagen. Ne? Ja. Aber bei euch wird alles richtig gekocht? Also bei uns wird handwerklich gekocht noch, also ohne fremde so Zutaten. Salz, Pfeffer, das ist eigentlich das Hauptgewürz. Man braucht manchmal gar nicht so viel und hat einen guten Geschmack dran. Sie haben ja wirklich eine wunderschöne Gaststätte, muss man ja sagen. Also ja, uns hat es sehr gut gefallen. Ja, die Gaststätte besteht jetzt schon seit circa 1850. Also mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater und ich. Mein Vater wurde 96 Jahre alt und ich bin jetzt 71, ich habe auch vor, noch ein paar Jahre hier zu sein. Und mit den Gästen macht mir das besonders Spaß. Also gut, dann wünsche ich noch weiterhin viele, viele gute Jahre. Und ich hoffe, dass Corona Ihnen nicht euch zugesetzt hat. Ja gut, wir haben mit dem Corona schon eine tote Zeit gehabt. Also wollen wir es halt mal so sagen. Finanziell kommen wir über die Runden, weil wir ein alter Betrieb sind, der Substanz hat. Aber wir würden uns wünschen, dass das jetzt doch wieder sich normalisiert. Es läuft im Moment noch etwas verhalten, aber wir sind auf einem guten Weg, dass das wieder geht. Ne? Also wollen wir es mal so formulieren. Ne? Also liebe SWN-Freunde, heute waren wir in der Gasthaus der Sonne in Frankenweinheim und wir hatten beide Forelle Müllerinart und es hat gut geschmeckt, war alles in Ordnung. Die Forelle war am Boden gebraten, draußen ist voll windig, deswegen sieht man etwas so verstraust aus, so verzaust aus. Aber ansonsten, also kann man nichts auch. Ist wirklich sehr gutes Wirtshaus und man kann das jederzeit weiterempfehlen. Also ein Daumen nach oben für Frankenweinheim, für das Gasthaus zur Sonne. Also hier waren wir heute essen, mein Gasthaus zur Sonne. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist wunderschön gelegen am Steigerwald. Man kann also einen Ausflug nach Gerlershofen, auf halber Strecke fast nach Volkach. Also wunderschön. Und ich kann das Gasthaus wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal nicht wisst, wo hier Schweinfurter, hier seid ihr richtig aufgehoben. Auch dieses Geschäft gegenüber gehört natürlich noch dazu mit guten Waren aus fränkischem Land. Und das habe ich damals freigelegt und dann habe ich eben dieses Haus da als Bruchsteinhaus auch erhalten. Und den Ausleger haben wir da mal dazu gemacht, ihr könnt das auch mal. Ja. Jedenfalls hat mir das immer Spaß gemacht, also diese Renovierung und das Ganze, dass man halt das Ortsbild ein wenig gestaltet und dass man auch die alte Bausubstanz erhält. Das ist, und ihr habt da drin jetzt eine Metzgerei? Da haben wir jetzt einen Hofladen sozusagen, Metzgerei, mein Sohn ist Metzgermeister, also ja. Der hat sie Meister. Ihr gemacht. Wisst aber noch, wo euer Schweine herkommen und so. Ja. Der tut immer in Stockheim drüben schlachten, also der schlachtet nicht hier. Hier ist nur die Verarbeitung, der holt am Samstag seine Schweine. Und dann wird verarbeitet Montag, Dienstag Kesselfleisch und da habe ich jeden Tag sein Programm.
Jawohl, das ist also jetzt der Hofladen. Jetzt leer natürlich, weil, weil wir am Wochenende ja da sind. Gehen Sie rein, ich mache die Tür schon. Da habe ich mal den Herrn Köppel. Herr Köppel war mein Haus- und Hofkünstler, Rektor Köppel aus Gerolzhofen. Er hat immer wegen was gemalt von mir oder wir haben gestalterisch miteinander gesprochen. Das habe ich alles selber gemacht, diese Stuckleiste habe ich hingezogen und das ganze Zeug. Ne? Und hier ist ein Brunnen, aber das sieht man jetzt schlecht, weil das Glas mit beschlagen ist. Da ist noch der alte Brauereibrunnen auch, der früher diese Brauerei versorgt hat. Ne? Mhm. Aus dem hole ich jetzt momentan noch Wasser für die Fische. Also der, das Grüne da in der Mitte unten. Ja, das ist ja. Der da oben noch. Ne? Das war damals bei der Bühne da, da ist mein Sohn, meine Frau und ich. Und mein anderer Sohn, meine zwei Söhne da. Das sind meine zwei Söhne da und ich dazu. Ja. Sieht man nicht schlecht. Aber Sie sind schon stolz, gell, auf Ihr Gasthaus und ja, auf das, was Sie geleistet haben, ne? In Ihrem Leben. Das ist mein Leben, das sind 50 Jahre, da stecken 55, 60 Jahre bald drin. Ich musste frühzeitig anfangen, ich bin ja noch mit Pferden gefahren, weil mein Vater keinen Führerschein gehabt hat, war aus 1904. Und da bin ich noch mit Pferden gefahren und habe praktisch den Betrieb so nacheinander aufgebaut. Meine Mutter hat gesagt, du musst die Sache nehmen, der Vater ist jetzt schon alt. Du musst schauen, dass du da was draus machst und so ist halt dann, ja. So ist angegangen. So ja. Ist angegangen. Ja. Haben sie ja. Gut gemacht, also. Ja, gut, ja. Und das ist das Bild, was der Künstler gemacht hat? Ja, der Ding, der Köppel Heinz. Der Köppel Heinz. Ja, der war eine ganz bekannte Persönlichkeit auch, weil er ja, der hat bei uns gewohnt früher. Und wir haben als Erste eine Wohnung gegeben, da hat es noch keine Wohnungen gegeben. Ne? Da haben wir unseren Tanzsaal umgebaut. Wir hatten drüben auch einen Tanzsaal, der wurde dann umgebaut und wurde praktisch die Wohnung von unserem Herrn Köppel. Der war später Rektor in Gerolzhofen und war auch Kreischorleiter und hat alle möglichen Funktionen gehabt. Ne? Mhm. Und war sehr kreativ, also künstlerisch begabt. Schriften, alles was so war. Ne? Okay. Ja, so ist es. Mal, da kenne ich wieder noch eine italienische Wurst mit. Ach Gott, dann hat er was für dich, gell? Das ist ganz Feines. Ja. Ich heiße Josef Kraus. Josef Kraus. Josef Kraus. Mein Großvater hat Josef Kraus geheißen, mein Vater war der Hans und der Urgroßvater war der Matthias. Okay. Und früher hat es geheißen, kann ich noch einmal was sagen, so wie früh die Glocken läuten, da begrüße ich meine Leute. Kehret ein beim Sepper hier, bekommt ein gutes Glas Krautheimer Bier. Also bei Ihnen gibt es schon immer Krautheimer Bier, so wie ich das höre. Ja, wir haben es jetzt 120 Jahre. 220 Jahre. Aber vorher hatten wir schon aus Brixenstadt Bier. Also wir sind schon ein alter Betrieb. So, vielen Dank. Das ist was Gutes zur Brotzeit. Ja, danke.